Die Tinte des Wachstumschancengesetzes ist noch nicht einmal trocken. Und Christian Lindner plant schon den nächsten großen Wurf. So zumindest hat es diese Woche das Bundesministerium der Finanzen angekündigt in einer Rundmail. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns mal an, was da so drin steht, plus zusätzlich, welche zwei Möglichkeiten es hier gibt für Unternehmen und Privatpersonen. Plus zusätzlich, wir schauen mal in unsere Nachbarländer rein und schauen, wo auch Christian Lindner schon mal so hingeschaut hat und so in Interviews angedeutet hat, was hier kommen könnte. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, das Wachstumschancengesetz ist, wie gesagt, noch nicht mal vollends beschlossen und ist noch nicht mal komplett durch. Es wurde diese Woche nochmal debattiert in den Lesungen. Jetzt muss man im Grunde den weiteren Weg gehen und dann würde es, wie gesagt, ab 2024 greifen. Wir werden da, wenn das Ganze durch ist, euch nochmal komplett das Wachstumschancengesetz in der Fülle vorstellen. Jetzt hat aber das BMF bereits hier an der Stelle diese Woche eine Pressemitteilung rausgegeben, die ich mir auch mal angeschaut habe und auch die ersten Presseberichterstattungen mir dazu durchgelesen habe, was da so in dem ein oder anderen Interview mit drin ist. Also grundsätzlich soll es ab dem 12. Oktober jetzt dann zwei Expertenkommissionen geben, die sich hier im Großen und Ganzen mit der Zukunftsfähigkeit des deutschen Steuerrechts befassen soll. Das Bundesministerium plant hier angeblich eine komplette Steuerreform. Also es soll angeblich jetzt hier natürlich das kommen, was mit dem Wachstumschancengesetz eigentlich erwartet wurde. Also kein Wachstumschancen oder kein Steuerreförmchen, sondern eine Steuerreform. Das Hauptziel dieser neuen, Vereinfachung bzw. Reform soll sein, die Vereinfachung in der Einkommensteuer und die attraktivere Unternehmensbesteuerung. Es gibt hier bereits angeblich Vorschläge und Entwürfe, die, hier mit Blick auf das Wachstumschancengesetz und das Zukunftsfinanzierungsgesetz schon mal angedeutet worden sind. Aber wie gesagt, das soll nochmal weitergehen. Also vor allem damit 2025 soll es dann noch weiter in eine steuerliche Entlastung gehen. Was spannend ist, an der Stelle hier sollen durchaus laut Medienberichte Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft, darunter zum Beispiel auch Wolfgang Schön vom Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen, Johanna Hay von der Universität Köln und Oliver Nussbaum vom Konzern BASF sollen hier, wie gesagt, die kompletten Vorschläge erarbeiten. Es wird spannend, denn wie gesagt, wenn man hier schon mal wieder liest, wer hier mit involviert ist, dann sind das natürlich zwei Personen, die direkt vom Steuerzahler bezahlt werden. Hier mit Blick auf natürlich Max-Planck-Institut bzw. auch hier die Professorin und, Frau Hay. Und dann natürlich die dritte Beteiligte ist hier natürlich jemand aus einem Großkonzern. Also kann man schon mal sagen, bleibt die Frage vielleicht am Anfang direkt schon mal, was kommt denn jetzt für den Normalbürger dabei rum? Also für dich, für mich, für, sag ich mal, Rentner, Arbeitnehmer und kleine, mittlere Unternehmer. Aber wie gesagt, wir dürfen gespannt sein, denn in dem Zusammenhang soll der Zeitplan richtig sportlich sein. Bereits am 12. Oktober 2023 soll diese Expertenkommission starten und sie soll bis Mitte nächsten Jahres alle Vorschläge erarbeiten, die dann hier eventuell vom BMF übernommen werden. Das BMF arbeitet hier aber zweigeteilt. Und zwar soll es natürlich hier zwei Maßnahmen geben, was dann das Ganze schon wieder so ein bisschen relativiert. Denn wenn man, moderne Steuerreformen eigentlich mit im Blick hat, dann sollte das eigentlich vor allem auch im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld eine Steuererleichterung zufolge haben. Aber es soll hier zwei Kommissionen geben. Einmal eine Gruppe, die hier hauptsächlich aufkommensneutrale Maßnahmen erarbeitet und die andere Gruppe soll sich um Änderungen kümmern. Jetzt ist natürlich hier die Frage, ob es dann die Aufgabe der einen Gruppe ist, zu schauen, hey, was macht denn die andere Gruppe? Und wir müssen das komplett aufkommensneutral hier ganz einfach darstellen. Wie gesagt, laut Medienberichten soll, wie gesagt, die eine Gruppe aufkommensneutrale Maßnahmen durchführen, könnte also zur Folge haben, zum Beispiel Anhebung Grundfreibetrag und dann vielleicht einen höheren Steuersatz, wie sie auch das IFO-Institut schon mit, auf den Weg gebracht hat, mit sich eingebracht hat. Und auf der anderen Seite Steueränderungen, die Mindereinnahmen zur Folge haben. Jetzt ist die Frage, was sind Mindereinnahmen und vor allem, um welches Volumen sprechen wir da? Wie gesagt, im internationalen Vergleich gibt es ja diese internationale und nationale, Überlegungen. Gerade auf internationaler Ebene ist natürlich das Thema Gewinnverlagerungen hier, vor allem auch mit dem sogenannten Base Erosion, was ja schon vor ein paar Jahren eingeführt worden ist. Das soll nochmal verschärft werden, auch mit Blick jetzt Wachstumschancengesetz. 138 der Abgabenordnung wurde ja schon mal verschärft. Das heißt, man will hier wirklich viel stärker auch international reglementieren. Und es ist aber auch hier schon das weitere Thema, und zwar, was ich hier spannend fand, zumindest in den Aussagen und in den Interviews, soll es durchaus hier jetzt auch sein, dass man wirklich angeblich
angeblich, wie gesagt, man wird 2024 Ende des Jahres sehen, was dann wirklich dabei rauskommt, sollen hier auch im nationalen Steuerrecht ganz einfach Gesetze gestrichen werden. Was zur Folge hätte, man möchte sich immer mehr auf internationale, also hier auf EU-Ebene ganz einfach harmonisieren. Im Grunde hier zum Beispiel auch ein Blick auf die Umsatzsteuer, dass man sagt, man lässt hier nationale Regelungen wegfallen. Die, sag ich mal, politische Umsetzung hat Christian Lindner schon auch so ein bisschen angekündigt, sei aber im aktuellen politischen Umfeld auch hier eine enorme Überzeugungsarbeit. Es wird natürlich hier erwartet, dass es erhebliche Überzeugungsarbeit nötig sein wird, um die Vorschläge vor allem politisch umzusetzen. Denn wir erleben sie ja in den aktuellen Debatten, nicht nur jetzt mit Blick auf Friedrich Merz und Olaf Scholz, wo sie sich jetzt ja am 9.10. angeblich sogar treffen sollen, hat zumindest Merz jetzt das Angebot gemacht, dann sagt, hier sind die Lager so verfahren. Die einen wollen den Sozialstaat im Grunde für 82 Millionen Bürger ausbauen. Die anderen sagen, okay, wir wollen hier natürlich Leistungen streichen und dementsprechend auch wieder mehr natürlich auf hier Leistungsträger und natürlich auf, sag ich mal, auf Leistungsanreize setzen. Die FDP, vor allem hier jetzt auch die parlamentarische Sekretärin Katja Hessel, sagt hier auch an der Stelle, dass insbesondere natürlich hier das Steuerrecht auch in Deutschland fit für die Zukunft gemacht wird. Und da kann ich ihr wirklich nur vollends zustimmen an der Stelle. Wir haben Regularien und vor allem, das war ja auch vor ein paar Jahren, gab es eine sehr umfangreiche Studie auch über das Thema, wie digital sind eigentlich unsere Gesetze? Also hier mit Blick auf Legal Text, also nicht Legal Text, sondern Legal Text, beziehungsweise den technologischen Bereich in dem Zusammenhang, wo man sagt, Tech und ähnliches, jetzt war es sowas richtig. Und da ist es schon so, dass man hier ganz klar sagen muss, hier sind unsere Gesetze noch sehr, sehr komplex. Was natürlich zur Folge hat, profitieren durch Steuerberater, Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte und so weiter, aber digitale Umsetzung mit künstlicher Intelligenz ist bis zu einem gewissen Punkt möglich. Übrigens, wir setzen wie gesagt auch schon KI ein und stellen da fest, dass es sehr gut funktioniert. Jetzt ist es aber die Frage, was könnte denn kommen? Wie gesagt, das ist jetzt so der Bereich, wo wenn du sagst, hey, okay, News genug, passt, dann goodbye. Jetzt kommt mal wieder der Teil, wo ich ganz klar sagen muss, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Wir spielen mal so und schauen mal, wie es in anderen Ländern bereits ist. Denn ich habe ja auch in unserer internationalen Reihe schon gesagt, wir hinken so ein bisschen auch Digitalisierung, Steuerrecht ein bisschen in internationalen, also in anderen Ländern, selbst in der EU, weit hinterher. Und was könnte denn zum Beispiel kommen? Also was zum Beispiel unsere näheren Nachbarn haben, ist bescheide abnicken. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist eine Thematik, die durchaus in vielen Ländern mittlerweile immer mehr favorisiert wird. Bedeutet zum Beispiel für Rentner, für zum Beispiel Arbeitnehmer, für Personen mit ausschließlich Kapitaleinkünften, wird ganz einfach gesagt, hey, alle Daten, die wir von dir übermittelt bekommen, haben wir ja eh. Seit vorausgefüllter Steuererklärung, Vollmachtsdatenbank, seit, ich glaube, 2013, 2014 war das ungefähr, haben wir ja die Daten von zum Beispiel allen Brokern, allen Banken, sowieso weltweit jetzt mit dem, allgemeinen Informationsaustausch seit 2016, alle Bankdaten sind da. Plus zusätzlich alle Lohnsteuermerkmale, alle zum Beispiel Daten über Renten, all das ist vorhanden und deswegen, warum eigentlich hier noch eine Steuererklärung abgeben? Wenn man zum Beispiel auch weiß, hey, wo ist denn der Arbeitgeber? Also sprich, der Arbeitgeber wohnt 10 Kilometer weg oder 15 oder 20 Kilometer, dann mal Arbeitstage hochrechnen, dann im Großen und Ganzen mal 30 Cent, beziehungsweise wir übersteigen natürlich der höhere Satz und schon hat man eine Steuererklärung. Und dann kriegst du im Großen und Ganzen, wie es in manchen Ländern ist, da ist es nicht mehr so, dass du die Steuererklärung machst, sondern kriegst du einmal sogar, ich glaube, per SMS ist das mittlerweile möglich, kriegst du eine SMS. Diese SMS sagst du, ja, okay, Erstattung passt, bestätigen und dann ist die Steuererklärung für das Jahr durch. Das sind so Themen, wo man sagt, okay, hier könnte man durchaus ansetzen. Weiteres Thema, habe ich jetzt in einem aktuellen Video, was aber erst ein bisschen später kommt, schon angesprochen, Thema Rentenbesteuerung. Da werden wir uns jetzt auch ein bisschen drauf mal fokussieren, die nächste Zeit, wo es hergeht, warum besteuern wir eigentlich Renten? Also warum eigentlich nachgelagerte Besteuerung macht keinen Sinn. Die Sozialversicherung zahlt was an, zum Beispiel hier im Bereich der Rentenkasse, an den Steuerpflichtigen aus. Der muss es wieder versteuern und zahlt es wieder zurück. Völlig unnötig. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass jemand kein Gewerbe angemeldet hat, keine Kapitalvermögen hat, keine Immobilie hat, warum mache ich das nicht einfach so? Steuerfreie Auszahlung, netto. Wenn er natürlich dann, sage ich mal, weitere Ausgaben in dem Zusammenhang hat, außergewöhnliche Belastungen, Versicherungen, was weiß ich, irgendwas, was dazu kommt, dann kann er immer noch eine Steuererklärung einreichen. Aber da werden mehrere Millionen an Rentner zum Beispiel schnell, erleichtert. Was man durchaus sagen kann, was hier ist, Pauschalierungen durchaus, das noch weiter einführen, gibt es ja zum Beispiel in manchen Ländern, gibt es ja auch schon im internationalen Bereich, Einbehaltung, Pauschalierung von 25% flat und dann ist das erledigt.
ist, wie gesagt, auch eine Möglichkeit, wo man ganz klar sagt, hey, das würde das Steuerrecht nochmal massiv vereinfachen. Selbst bei Betriebsausgaben gibt es ja im Bauabzugsbereich, wenn ich da im Bauabzugssteuer jemanden habe, dann muss ich die 15% einbehalten, abführen, dann ist das erledigt, Punkt aus. Einbehaltungspflicht erweitern, wie gesagt, das mit der Bauabzugssteuer, kann man, wie gesagt, auch natürlich mit Blick darauf machen, dass man sagt, hey, an der Stelle, jeder bekommt dann am Ende auch einen Lohnsteuermäßigungsantrag, ist so ein vierter Gedanke, den ich da auch hatte, wo man sagt, hey, wenn sowieso die Daten ja durch die Steuererklärung einmal eingereicht worden sind, ich habe den, was weiß ich, Arbeitsweg, ich habe immer wieder regelmäßig diese Kosten, dann mache ich das doch einfach regelmäßig schon über die Lohnabrechnung. Das können so Wege sein. Jetzt, wie gesagt, hier an der Stelle, Meldung kam, wie gesagt, gestern am 29. September raus. Es soll hier eine bürgernahe Einkommensteuer geben. Hier der Start soll am 12. Oktober sein. Ziel soll, wie gesagt, eine praxisnahe, politische, umsetzbare Lösung und Konzepte für die vereinfachtes und wettbewerbsfähiges Steuerrecht. Die Kommission soll, wie gesagt, aus Experten zusammengesetzt werden. Und die Themenschwerpunkte sind, wie gesagt, Digitalisierung, Entbürokratisierung, verlässlicher und planbarer Steuervollzug, internationale Entwicklung und deren Folgen und Chancen für das nationale Steuerrecht. Mitte 2024 soll dann an der Stelle hier auch das ja ganz wieder abgeschlossen sein und die Rahmenbedingungen sollen dann, wie gesagt, für Unternehmen und Privatpersonen festgelegt werden und damit kann man ganz klar sagen, was kommt da auf uns zu.